Ja, Matthias, schön, dass du wieder hier den Weg zu uns gefunden hast, hier ins Studio zu kommen. Und zum Thema Pestizide ist ja dein Thema schlechthin. Jawohl. Dafür kämpfst du ja für eine gesunde Landschaft, für eine pestizidfreie Landschaft vor allem. Und was gibt es an Neuigkeiten in dieser Szene, die sich um die Pestizide rankt? Tja, eine ganz tolle Neuigkeit ist, dass Monsanto die zweite Klage in Amerika wieder verloren hat. Das heißt, auch dort ist ein Schadensersatz zugesprochen worden. Und es geht mittlerweile wirklich nicht mehr darum, ob krebserregend, ja, nein, sondern es geht eigentlich nur noch um die Schadenssumme. Und das tut mich sehr positiv stimmen, damit man endlich hier in Europa auch mal wach wird und sieht, dass es krebserregend ist, was ja Ja. hier immer noch hartnäckig geleugnet wird. Wie ist das Urteil ausgefallen in Amerika? 78 Millionen Dollar Schadenersatz sollen jetzt auch noch mal bezahlt werden. Also ungefähr in der gleichen Größenordnung wie im ersten Ja. Urteil. Dazu gibt es, es war vor diesem Urteil, muss man dazu sagen, ein sehr interessantes Interview, das die Frankfurter Allgemeine Zeitung geführt hat mit Werner Baumann, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Bayer AG. Und da wurde zum Beispiel gefragt, wie er das sieht mit dem Unkrautvernichtermittel Glyphosat. Verursacht es wirklich Krebs? Und da hat er gesagt, das widerspricht den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wie steht es in der FAZ? Wir bedauern, dass die Jury diesen Erkenntnissen nicht gefolgt ist, was wiederum die Börse verunsichert hat. Also er hat natürlich auch schon gemerkt, dass der Aktienkurs von Bayer jetzt in die Knie gegangen ist. Aber diese Aussage, was sagst du dazu? Tja, das ist ganz einfach, weil man in Amerika erkannt hat, dass diese wissenschaftlichen Studien alle immer nur diesen reinen Wirkstoff Glyphosat beurteilt haben. Aber Glyphosat gibt es ja nicht im reinen Format, sondern da sind immer Netzmittel und da ist auch der Abbaustoff Amper dabei. Und diese beiden Stoffe sind hochgradig toxisch und darüber gibt es über 2000 Studien von unabhängigen Wissenschaftlern, die Moral haben und sich haben nicht kaufen lassen, die ganz klar sagen, es ist erbgutschädigend, es ist krebserregend. Punkt. Und wenn man diese Stoffe halt mit rein bezieht, dann ist es ganz klar krebserregend, weil wenn man allein Argentinien sieht, wo von 2000 bis 2009 sich die Krebsrate verdreifacht hat, Fehlbildung und und Totgeburten hat sich die Rate bei den Kindern vervierfacht. Und das ist ja nicht von ungefähr. Und die Behauptung der Chemieindustrie, man müsste immer weniger spritzen, ist ja auch eine reine Lüge, weil in Argentinien tun ja die Landwirte nicht, weil sie es möchten, über 200 oder 200 Millionen Liter Glyphosat pro Jahr auf den Acker hauen, sondern sie machen es deswegen, weil es mittlerweile Superunkräuter gibt, die resistent geworden sind und man die Dosen erhöhen muss. Und mittlerweile ist es ja so, dass die Dosen noch mit viel giftigeren Mitteln unterbaut werden, damit man diese Superunkräuter kaputt bekommt. Das heißt, die Natur schlägt wirklich schon zurück. Und das ist das Erschreckende. Und deswegen kann ich diese Aussage einfach nicht verstehen, weil, wie gesagt, genug Studien genau beweisen, dass es krebserregend ist, dass es die Darmflora beim Menschen, wie gesagt, zerstört. Das hat die Frau Professor Krüger von der Universität Leipzig schon vor Jahren festgestellt, wo wir von 2000 bis ca. 2010 dieses Höfesterben hatten bei den Milchbetrieben, weil man das Gensoja verfüttert hat. Und dann sind die Kühe am chronischen Botulismus gestorben, Landwirte erkrankt, weil der Glyphosatgehalt oder der Glyphosatgehalt in der Stallluft so hoch war, dass sie halt allergisch reagiert haben. Und das ist aber dann auch abgelehnt worden. Da gibt es angeblich keinen Zusammenhang. Das irritiert schon, wenn man wirklich weltweit hört, dass es diese Fälle gibt oder dass in Sri Lanka 21.000 Reisbauern an Glyphosat, am Nierenversagen gestorben sind, an der Nierenkrankheit, weil Glyphosat ja drei Patente hat. Einmal als Komplexbinder, das heißt, dass es in der Rohrreinigung verwendet worden, weil es Metallstoffe bindet. Und das war halt in Sri Lanka das Problem, weil die hartes Wasser hatten. Und dann hat sich halt Glyphosat mit diesen Stoffen in den Nieren abgelagert und dadurch halt die Nierenkrankheit verursacht. Und das
Schlimme an der Nierenkrankheit ist, wenn man das diagnostiziert, hat man nur noch eine Lebenserwartung von zwischen 3 und 6 Jahren. Und als Sri Lanka Glyphosat verboten hatte, ist nach ein paar Jahren, wo es nicht mehr eingesetzt worden ist, ist die Nierenkrankheit wieder auf ein statistisches Normalmaß zurückgefallen. Also man sieht, die Praxis zeigt die Zusammenhänge. Es wird natürlich geleugnet. Und das liegt natürlich auch daran, wenn man sagt, den wissenschaftlichen Beweis, dann muss man wissen, dass bei den Behörden sehr viele sitzen, die diese Stoffe prüfen, die direkte oder indirekte Verträge mit der Chemieindustrie haben. Allein bei der EFSA sind es von 268 Mitarbeitern 50% der Mitarbeiter, die indirekte oder direkte Verträge haben mit der Chemieindustrie. Und beim BfR von 13 Entscheidern, das kann man bei lobbypedia.de nachgucken, haben 9 Verbindungen zur Chemieindustrie. Und wenn man dann jetzt auch noch weiß, dass wir es wieder mal geschafft haben, dieses Jahr am Koalitionsvertrag vorbei 100 glyphosathaltige Pestizide durchzuwinken, nur weil die Prüffrist abgelaufen ist und der Hersteller einen sogenannten Bestandsschutz hat. Das heißt, wir haben in Deutschland den längsten Prüfzeitraum bis zu 768 Tage. Wir sind Schlusslicht. Das ist eine Frechheit. Aber wie gesagt, wenn von 13 Entscheidern 9 Verbindungen haben, weiß ich nicht, vielleicht ist das System. Muss man einfach mal so hinterfragen. Und dann ist es natürlich klar, dass man sagen kann, dass Studien halt, Industriestudien so bewertet werden, es wäre unbedenklich. Aber ich sage wirklich, was eine Industriestudie wert ist, wissen wir seit dem Abgasskandal. Noch nicht mal das Papier, wo sie draufsteht. Ja, Glyphosat ist ja jetzt nur ein Mittel in der Reihe der Fungizide, Pestizide, Herbizide. Da gibt es ja eine ganze Palette davon. Was noch viel schlimmer sind, sind auch diese sogenannten Neonics, weil da sind die Halbwertszeiten von diesen Stoffen in den Böden zwischen 1000 und 7000 Tage. Das heißt, das kommt wirklich auf die Bodenart drauf an. Und wenn ich so eine Halbwertszeit sehe, dann sage ich, dann kann ich auch gleich einen radioaktiven Brennstab auf den Boden legen, hat dieselbe Wirkung. Das kann es nicht sein. Und weltweit sagen Wissenschaftler, schon seit 2008 haben 400 Wissenschaftler der UNO bei dem Weltagrarbericht festgestellt, dass kleingeführte landwirtschaftliche Betriebe, die biologisch, regional und saisonal anbauen, sogar höhere Erträge haben als mit den riesigen Monokulturen. Und dass die Pflanzen immer mehr erkranken und die Böden zerstört werden durch die Pestizide, das ist mittlerweile auch bekannt, weil es ist keine natürliche Humusbildung mehr möglich. Das heißt, die Dürreschäden, die verstärken sich auch, weil durch den Klimawandel, wo wir immer wärmere Sommer haben, ist ja auf den Böden, wenn keine Beikräuter mehr da sind, ist ja keine Möglichkeit mehr Wasser zu speichern. Das heißt, der Grundwasserspiegel kann sich auch nicht mehr auffüllen, weil wenn man jetzt einfach mal so Maisfelder im Winter beguckt, wenn die brach liegen, wie sich das Wasser da drauf sammelt, wenn Starkregen ist, da fließt ja so gut wie gar nichts in den Boden, sondern es fließt ab. Und wenn man dann im Sommer, dann, wenn es wirklich trocken ist, das Grundwasser den Spiegel nicht erhöht hat, ja, dann sind natürlich die Dürreschäden noch viel größer. Und das ist ja letztes Jahr auch im Trierischen Volksfreund beschrieben worden, dass biologische Betriebe diese Dürreschäden in dem Ausmaß nicht hatten, weil die vernünftige Beikräuter auf dem Acker hatten, die halt einfach das Wasser speichern. Und deswegen müssen wir von den Pestiziden weg. Man hat ja schon jahrelang diese Erfahrungen jetzt gemacht und die Studien zeigen ja, dass das Risiko relativ hoch ist oder sogar sehr hoch ist. Ist es in der Politik schon angekommen und weiß die Bevölkerung über das Risiko dieser Mittel? Tja, das Problem ist, dass die Politik vor Ehrfurcht vor den Lobbyisten erstarrt und eigentlich das nicht durchsetzt, was man machen könnte, weil die EU hat eine sogenannte Vorsorgeverordnung erlassen. Das ist die 1107/2009 und die besagt, wenn in einem Hoheitsgebiet einer Nation ein Pestizid eingesetzt wird, was im Verdacht steht, und wir reden hier von Verdacht, dass es Mensch, Tier und Umwelt schädigt, kann man es vom Markt nehmen. Also bei Glyphosat sind wir aus den Verdachtsmomenten raus,
Weil die Darmflora wird ja auch bei den Insekten, bei den Bienen geschädigt. Diese Studie kommt aus Amerika von der Texanischen Universität. Die ist im letzten Jahr veröffentlicht worden. Wie gesagt, Frau Professor Krüger von der Universität Leipzig hat schon vor Jahren veröffentlicht, dass bei uns das Immunsystem angegriffen wird, weil die positiven Bakterien in der Darmflora zerstört werden. Und dass es halt die Umwelt schädigt, die Böden. Es gibt keine Regenwürmer mehr. Und dass halt die Mikroorganismen geschädigt werden in den Böden durch die Pestizide, auch durch Glyphosat. Diese Studien liegen auch vor. Also man kann es sofort vom Markt nehmen. Ich würde sogar behaupten, dass auch ein Bundesland das kann, weil auch ein Bundesland hat ein Hoheitsgebiet. Man müsste sich nur trauen und sagen, wir machen das. Und dafür sind leider auch wir Bürger verantwortlich, dass wir den Druck erhöhen, weil es geht wirklich nur von unten nach oben, weil die Eliten, die sind so schreckhaft, da wird nichts passieren. Und da appelliere ich halt für und habe deswegen auch meine Petition laufen, die mittlerweile 2600 Unterschriften hat, wo ich dann jetzt auch immer mehr Unterstützer bekomme und wo ich sage, wir Bürger müssen bitte aktiv werden. Weil es beschämt mich als Vater, dass unsere Kinder auf die Straße gehen müssen für den Klimawandel, wofür sie nichts können, müssen die demonstrieren, weil wir Eltern dafür zu feige sind und den Popis nicht von der Couch kriegen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und für den Einsatz der Pestizide und der verfehlten Agrarpolitik, da können unsere Kinder auch nichts. Und wenn man jetzt noch weiß, dass die Massentierhaltung, die längst verboten werden müsste, weltweit hunderttausende Arbeitsplätze vernichtet. Zum Beispiel tun wir 8 Millionen Hühner, tun wir nach Afrika exportieren. Das heißt, so billig können die Landwirte dort gar nicht die Hühner produzieren. Das heißt, da werden wieder Arbeitsplätze zerstört. Und wenn man dann noch weiß, dass in der Massentierhaltung 700 Tonnen pro Jahr Antibiotika verwendet werden, und dass wir mittlerweile massive Probleme mit antibiotikaresistenten Keimen haben. Und wenn man dann noch weiß, dass die Schlachtreife, um die zu beschleunigen, den Tieren Reserveantibiotika gespritzt wird, was eigentlich uns Menschen vorbehalten ist, dann ist das in meinen Augen, und das ist meine persönliche Meinung, ein Verbrechen an der Menschheit. Weil es haben wirklich Wissenschaftler gewarnt, die sagen, wenn wir Pech haben, tun in 20 Jahren wirkt kein Antibiotika mehr. Und das hat nämlich dann zur Folge, ein einfacher Infekt kann zum Tod führen. Und da muss ich ehrlich sagen, das kann es nicht Das sein. heißt, es ist auch angebracht, dass die Landwirtschaft hier auch ein bisschen umdenkt. Aber was auch ganz wichtig ist, du hast es vorhin erwähnt, dass die Bevölkerung auch Druck Ja, ausüben kann richtig. für die Politik und in der Politik. Ja. Du bist in dieser Sache ja aktiv und hast eine Ausstellung organisiert, die man Ja. jetzt der Bevölkerung zugänglich machen kann, Richtig, damit sie sich informieren genau. kann. Und wie Und sieht das aus mit der diese Ausstellung Ausstellung? ist von Nabu, von einer Frau entworfen worden, in einem recht hohen Alter, die aber hervorragend bebildert hat und auch mit Texten versehen hat, wo man ganz klar sehen kann, dass der Irrweg Pestizide, so wie sie ihn genannt hat, wirklich ein Irrweg ist. Und neuere Studien belegen ja auch, dass man Apfelplantagen mit Wildblumen, Blumen geführt hat und keine Pestizide eingesetzt hat. Und dann hat man komischerweise festgestellt, dass sie den gleichen Ertrag hatten, als wenn man gespritzt hat. Und deswegen, wir brauchen keine Pestizide und es muss drastisch reduziert werden. Weil, wie gesagt, die Zahlen sind, 1995 waren wir bei ca. 26.000 Tonnen Herbizide, Pestizide, Fungizide. Und die letzten Verkaufszahlen von 2017, die veröffentlicht worden sind vom BUND, da sind wir bei 49.000 Tonnen. Und dass das nicht gesund sein kann, das leuchtet jedem ein. Vor allen Dingen, wenn man jetzt sieht, wo überall die Pestizide sind. Glyphosat ist in Muttermilch, es ist im Bier. Und wenn man jetzt weiß, dass im Trinkwasser nur 0,1 Nanogramm erlaubt sind und im Bier sind wir schon im Mikrogrammbereich, wo das Zeug drin ist, es ist in Windeln, es ist in Tampons, es ist in Hundefutter, Katzennahrung, es ist sprich wo überall. Und das kann nicht sein, weil wir Bürger haben keine freie Entscheidung mehr. Weil die Pestizide durch Abtrift, diese Untersuchung gab es im letzten Monat in Winschgau,
dass sogar in höheren Luftlagen auf 1600 Höhenmetern, wo gar keine Apfelplantagen sind, hat man starke Pestizidbelastungen gefunden. In Nebentälern, wo man sagt, da kann das eigentlich gar nicht rumkommen, behauptet zumindest der Hersteller, es gibt nicht viel Abdrift, aber dann hat man diese Luft gemessen. In Deutschland ist das Umweltministerium wieder zu feige für, um genau diese Untersuchung durchzuführen. Da würde man nämlich genau dasselbe feststellen. Und wenn man dann weiß, dass schon durch Erosion und halt durch diese Abdrift sogar die Biolandwirte sehr stark dran zu kämpfen haben, obwohl die nicht spritzen, sind die Lebensmittel, die Bio sind, auch mittlerweile mit Pestiziden belastet. Da hat sich in Nordrhein-Westfalen vor Monaten eine Frau untersuchen lassen, hat eine Haarprobe abgegeben, die sich nachweislich vegan und nur biologisch ernährt. Die hat 15 Pestizidrückstände im Haar gehabt. Das heißt, wir können uns nicht mehr frei entscheiden und da müssen wir einfach sagen, Pestizide haben auf dem Teller nichts zu suchen, weil das Immunsystem von Säuglingen, von kranken und älteren Menschen ist in diesen Studien überhaupt nicht berücksichtigt. Und diese Höchstwerte, das sind Handelsnormen. Da gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis für, dass diese Grenzwerte uns nicht schädigen. Und deswegen müssen wir davon weg. Und die Informationen und das Aufklären über die Risiken der Pestizide kann man dann in deiner Ausstellung dann kann man sehen. Erfahren, kann man sehen. Genau. Und man kann sich Argumente richtig sammeln, um da auch fundiert aktiv etwas dagegen sagen zu können. Und wer mich dann unterstützen möchte, ich habe extra mir Karten drucken lassen, wo der Link draufsteht für meine Petition, damit wir in Rheinland-Pfalz endlich wieder gesunde Lebensmittel bekommen. Und dann bitte bei mir unterschreiben, diese Petition, damit ich meine 10.000 Unterschriften voll bekomme, damit wir unser Umweltministerium ermächtigen können, endlich diese Prüfaufträge, die ich dort fordere, durchzuführen. Okay, kurz nochmal, deine Ausstellung, die du organisiert hast, kann man demnächst wo Die erste Ausstellung ist angedacht in Rheinsfeld im Bürgerhaus am 28.04. von 10 bis 18 Uhr. Ich werde aber in den Regionalanzeigern, Tageszeitungen, die es da gibt, werde ich noch einen Veranstaltungshinweis auf jeden Fall eindrucken lassen, wo dann nochmal genau die Örtlichkeit und Uhrzeit ausgestrahlt wird. Und dann wird diese Ausstellung in Trier, in Konz, wo überall auch Umweltverbände, die jetzt Interesse haben, können sich gerne bei mir melden, können diese Ausstellung buchen und zeigen für Schulen auch ganz interessant, damit die Jugend auch weiß, warum es schädlich ist und warum wir da aktiv werden müssen. Aber viel wichtiger ist, dass wir Eltern endlich für unsere Kinder kämpfen, weil die haben es nicht verdient, dass sie für diese Risiken selber jetzt auf die Straße gehen müssen und dafür auch noch von führenden Politikern angegriffen werden, nach dem Motto, sie würden ja die Schule schwänzen und sollten das bitte samstags machen. Da kriege ich Gänsehaut. Ja. Okay, also wer sich informieren will, der erste Termin für die Ausstellung, sag's nochmal gerade kurz. Ist der 28.04. in Rheinsfeld. In Rheinsfeld. Ja, Matthias, ich danke dir für diesen Zwischenbericht und beim nächsten Mal, unserer nächsten Sendung, werden wir dann die nächsten Neuigkeiten von dir erfahren. Bis dahin, recht schönen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und wie gesagt, bitte unterschreiben meine Petition. 10.000 Unterschriften, 2.600 habe ich schon. Es muss weitergehen. Jawohl.